Servus Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Einige von euch haben bestimmt mitgekriegt, dass derzeit eine Fortsetzung der Harry Potter Saga in Form eines Theaterstücks in Planung ist. Inszeniert wird das Ganze von J.K. Rowling, Jack Thorne und John Tiffany. Es spielt direkt im Anschluss an den siebten Teil, 19 Jahre nach der großen Schlacht von Hogwarts und handelt von Harry Potter und seinem jüngsten Sohn Elvis Severus Potter. Irgendwie verschmelzen da halt irgendwie Harrys Vergangenheit und Elvis Gegenwart miteinander und Harry hat immer mehr Probleme, so kommt nicht immer mehr ganz mit dem Alltag klar, mit seinem Job im Ministerium und der Verantwortung als Vater und Ehemann und so weiter. Mehr gibt es da eben noch nicht so an Informationen. Die Premiere des Theaterstücks Harry Potter and the Cursed Child, zu Deutsch Harry Potter und das verwunschene oder verfluchte Kind, ist am 30. Juli 2016, also nicht mal in einem halben Jahr, also verdammt nah schon. Leider kommt das Ganze aber nicht nach Deutschland, stattdessen gibt es aber sogar ein Buch zu dem Ganzen. Leider ist dieses nicht von J.K. Rowling selbst geschrieben, sondern von Jack Thorne, den ich vorhin schon erwähnt habe. Aber da J.K. Rowling auch an dem Theaterstück mitgewirkt hat und dieses Buch ja das Buch zu dem Theaterstück ist, kann es ja schon mal nicht so scheiße sein. Außerdem stelle ich mir das auch irgendwie interessant vor, so die ganze Geschichte aus der Sicht eines anderen Autoren weitererzählt zu lesen. Ich weiß nicht, wie das anderen geht, aber ich find's spannend. Ich bin dann, glaube ich, auch nicht so der Typ, der dann, falls das Buch total scheiße sein sollte, sagt, jetzt hat mir das Buch die ganze Harry Potter Saga zerstört und ich kann es nie wieder gescheit lesen. Ich meine, gut, es ändert sich nichts an Band 1 bis 7, also man kann es ja mal lesen und wenn es gut ist, ist geil, wenn nicht, dann mei. Außerdem werde ich es mir als riesen Harry Potter Fan sowieso kaufen. Ich meine, einfach nur aus dem Grund, weil es halt einfach Harry Potter ist. Was noch ein negativer Punkt sein könnte, ist, dass die Story ja eigentlich zu Ende ist. Aber das habe ich auch vor Star Wars 7 gedacht und nachher fand ich den Film wirklich mega geil. Auch wenn die Handlung schon sehr an Episode 3 erinnerte, gab es sehr viele nostalgische Erinnerungen und im Grunde war es doch was ganz Neues. Und ich hoffe einfach mal, dass es bei Harry Potter 8 genauso sein wird. Was eine Verfilmung des ganzen Buchs angeht, ja, wäre natürlich super geil, aber ich glaube, mich erinnern zu können, dass zumindest Daniel Radcliffe und ich glaube auch Emma Watson sich nach Harry Potter 7.2 dazu geäußert hätten, dass sie sich erstmal von der ganzen Harry Potter Sache distanzieren wollen. In gewisser Weise kann ich das natürlich nachvollziehen, weil ich meine, die sind, seit sie 11 sind, bis 17 oder 18, am Set von so einem riesen erfolgreichen Film aufgewachsen und ich meine, wer sonst kann das von sich sagen? Ich jetzt nicht, der Zug ist schon abgefahren, aber da kann ich das in gewisser Weise schon nachvollziehen, dass die sich dann irgendwie erstmal da ein bisschen Abstand halten wollen und ich glaube, Emma Watson hat dann auch irgendwann mal gesagt, sie will dieses Streber-Image von Hermine irgendwie loswerden und ist ja auch schon in zahlreichen anderen Filmen mit aufgetreten und ich glaube, das hat sie schon ganz gut geschafft. Ja, also was eine Verfilmung angeht, keine Ahnung. Ich glaube, ohne Emma Watson, Daniel Radcliffe und Rupert Grint wäre das Ganze eine ziemliche Enttäuschung. Einfach nur, weil man nicht mehr die bekannten Gesichter sieht und schon deswegen glaube ich, dass sie das nicht machen werden bei dem Theaterstück. Ja, da sind es andere Schauspieler, aber bei dem Film wäre das nochmal was anderes. Ich meine, man kennt diese Gesichter einfach und dann andere Gesichter wäre einfach nicht so cool. In dem Sinne würde ich sagen, war es das mit dem Video. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr von dem Ganzen haltet. Findet ihr das eher gut oder schlecht? Oder schreibt mir in die Kommentare, ob ich vielleicht irgendwas vergessen oder falsch verstanden habe. Ich freue mich schon sehr darauf, mit euch da ein bisschen zu diskutieren. Dann würde ich sagen, geht es hier zu meinem letzten, eines meiner letzten Videos. Hier findet ihr meine beiden Facebook-Namen und Seiten. Die Links sind auch in der Videobeschreibung. Da würde ich sagen, weiß auch von mir. Man sieht sich. Ciao!